Lieben Freunde, hier bin ich wieder, euer Captain Zwang. Und heute zeige ich euch, wie man einen Orbit erschafft. Um einen Orbit um die Erde anzulegen, brauchen wir erstmal eine nützliche Rakete. Nun, dann fangen wir mal an, eine zu bauen. Hier unten bei Thrust White sieht man die Trage- und Schubverhältnis. Das heißt, je höher die Zahl da ist, desto schneller kann die Rakete fliegen. So, ich hoffe mal, die Rakete funktioniert. Ja, also abheben kann die auf jeden Fall. Was ist das laut? So, unsere Rakete fliegt jetzt nach oben. Hier sieht man unsere Rakete gerade aufsteigen. Wenn wir die Flugbahn jetzt verändern, sieht man diese Linie. Und diese Linie muss einmal komplett um die Erde. Dieses Mal überzeige ich euch jetzt. So, wir haben nun eine Höhe von 3700 Meter erreicht. Unsere maximale Flughöhe beträgt momentan 6000 Meter. Das sieht man auch hier bei unter Apoapsis. Der erste Treibstofftank der Rakete ist schon fast leer. Den müssen wir gleich abwerfen. Dazu drückt sie dann auf diesen Ring hier. Ich mache das Triebwerk kurz aus. Denn ab dieser Höhe kann die Rakete auch ohne dieses Triebwerk fliegen. Und im Weltraum Raketenstufen abzuwerfen ist sowieso sicherer als auf der Erde. Gut. In der Atmosphäre natürlich. So, unsere maximale Flughöhe hat nun den Weltraum erreicht. Wir zwar noch nicht, aber man sieht, dass unsere Rakete schon beinahe die Atmosphäre verlassen hat. Gut, jetzt können wir das letzte Triebwerk auch anzünden. Und wir abwerfen. Und die beiden Seitentriebwerke auch noch abwerfen. Dann zünden wir das mittlere Triebwerk und werfen die Schale auch ab. Dann sieht man auch das Kommandomodul. Jetzt müssen wir aufpassen. Die Linie darf nicht zu weit gehen. Sie muss einmal die Erde umrunden. So wie bei diesem Fahrzeug hier. Die ich letztens gebaut habe. Oder dieses. Oder dieses. Oder dieses. Viele Fahrzeuge bei mir haben so einen Orbit. Unseres momentan soll auch einen bekommen. Hier ist schon unsere Fluglinie. Das sieht schon mal gut aus. Sie hat nun die Hälfte erreicht. Und bald wird sie einen Orbit machen. Da sieht man an der anderen Seite schon. Ja, jetzt haben wir einen Orbit erschaffen. Reached Low Earth Orbit. Gute Arbeit, Leute. Wenn ihr wollt, dass ich noch mehr Videos von Raketensimulation mache, schreibt das gerne in die Kommentare und lasst ein Like.
oder ein Abo da. Am besten beides. Nun, das ist jetzt unsere Flugbahn. Zwar etwas elliptisch, aber es geht. Ja, und schon haben wir ein neues Raumfahrzeug hier. Das nun immer um die Erde kreist. Dankeschön, dass ihr Captain Zorn geschaut habt. Und tschüss.